Manchmal stellen Kinder die Frage, weil wir das aus unserem Alltag nicht kennen, dass jemand im Dunkeln sehen kann, was hinter den Wänden ist, sehen kann, alles auf einmal sehen kann. Kinder stellen manchmal die Frage, wie kann denn Allah Ta'ala alles sehen? Wie kann er in der Dunkelheit sehen? Wie kann er sehen, was im Herzen von Menschen ist? Stellen Sie diese Frage dann nicht manchmal? Wie kann er etwas sehen, was im Haus passiert? Ist ja nicht offen. Und das den Kindern theologisch zu erklären, ist ein bisschen kompliziert. Aber man kann es Kindern erklären durch Beispiele. Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Denn wenn das Kind begreift, dass der Mensch etwas machen kann, in der Lage ist, etwas Bestimmtes zu tun, dann erschließt es sich ihm auch, dass Allah Ta'ala oder Gott erst recht in der Lage zu dem und zu mehr sein muss. Du kannst den Kindern Bilder zeigen du kannst ihnen Röntgenaufnahmen zeigen. Röntgenaufnahmen vom Körper. Du kannst ihm zeigen, dass der Mensch in der Lage ist, zum Beispiel durch den Körper oder durch den äußeren Mantel des Körpers hindurchzuschauen ins Innere des Menschen. Meshi? Oder manchmal stellen die Kinder die Frage, warum sehen wir Allah, warum kann Allah uns sehen und wir sehen ihn nicht? Kannst du ihm auch ein Beispiel zeigen, ganz einfaches Beispiel. Kennt ihr diese, es gibt so spezielle Gläser, da sieht man nur von einer Seite was. Genau, das heißt, die Leute drinnen, die können sehen, was draußen passiert, aber die von draußen können das nicht sehen. Da kannst du ihm das zeigen, damit er einfach nur begreift, dass sowas, natürlich soll es kein Vergleich sein, das ist kein Vergleich, aber es geht einfach darum, dass er etwas Ähnliches sieht, was möglich ist. Du kannst ihm mal zeigen, hier, wir sehen alle da draußen, aber keiner von ihnen kann uns sehen. So kann man den Kindern solche Sachen erklären. Es gibt ein ganz interessantes Buch diesbezüglich. Das wurde rausgebracht von dem Verlag Darut Taqwin, glaube ich, mit dem Titel Fragen der Kinder. Fragen der Kinder über eben diese theologischen Themen.